Ja, schönen guten Tag Leute, willkommen zu einem neuen VHS-Video hier bei mir, Silenzium 141, und ich will ja ganz zu Beginn natürlich meinem Ruf als Alkoholiker alle Ehre machen. Ja, deswegen habe ich mir dementsprechend hier wieder ein kleines Bierchen ja zurechtgelegt und wollen wir natürlich zuerst mal einschenken. Saufen gehört mittlerweile hier auf meinem Kanal zum guten Ton, ja, und dementsprechend feiern wir das flüssige Gold, ja, Hopfen und Gerstenmalz und Wasser, ja, auf das Bier. Ja, ich habe mal wieder einen Film zugesandt bekommen vom lieben Mindfuck Movies, vom Nico. Grüße gehen raus. Ich bin gespannt, was du mir heute in den Umschlag reingepackt hast. Ja, ich hoffe ja, dass es irgend so ein trashiger Scheißdreck ist. Ja, da hätte ich heute irgendwie Bock drauf. Ja, keine Ahnung. Aber bei dir, glaube ich, brauche ich da nicht auf sowas zu hoffen. Bei dir ist anspruchsvolle Filmkost enthalten. Ja, und Filme im Arthouse-Gewand und wo man sich darauf konzentrieren muss. Ja, und ich bin schon gespannt, was mich da heute erwartet. Ja. Ja, geh halt auf da. Verdammte Scheiße. Da jetzt. Ja. So, das ist der Film, den ich dir zuletzt zugeschickt habe. Schaut bei seinem Kanal vorbei. Er hat auch ein VHS-Video dementsprechend gedreht natürlich. So, und jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Ah, ich will mich das Scheißpaket ärgern. Ja, jetzt. So. Oh yeah, Baby! Jacob's Ladder. Richtig, richtig geil. Ey, den Film wollte ich schon lange mal sehen. Mit dem wollte ich mich wirklich schon länger mal beschäftigen und ich hatte zuletzt auch in dem Stream mit JKS habe ich auch erst über den Film geredet. Der mag den Film auch recht gern und das muss ja wirklich ein richtiger Hirnfix sein, sage ich mal. Tim Robbins in einer packenden Höllenfahrt, brillant inszeniert von Adrian Lyne, okay? Ja, ich habe keine Ahnung, um was es geht, ja, storymäßig. Ich weiß bloß, es muss auf jeden Fall auch ein bisschen experimentell und surreal sein, ja. Ja, ich würde sagen, da schnacken wir gar nicht mehr lang rum, sondern den hauen wir in den Player und ja, werden sehen, was uns erwartet, ne? Bis gleich. So, das war also Jacob's Ladder in der Gewalt des Jenseits. Ja, das Ganze ist aus dem Jahre 1990, wie gesagt von Regisseur Adrian Lyne, hat eine Laufzeit von 115 Minuten, also fast zwei Stunden, ist schon amtlich, ist ab 16 und ja, ich würde ihn vom Genre her als Thriller-Drama bezeichnen, also weniger als Horrorfilm. Ich habe mir einige Kritiken auf MoviePilot durchgelesen und in diesen Kritiken, die auch vor Lob überquellen, muss ich gleich zu Beginn sagen, wird er oftmals ja als Horrorfilm betitelt, als psychologischer Horrorfilm. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Er hat zwar Elemente in diese Richtung, aber es sind wie gesagt allenfalls Elemente und einfach zu wenig, um von einem Horrorfilm reden zu können. Ja, ich muss gleich vorneweg sagen, Nico, ich war etwas enttäuscht. Ja, ich weiß, für dich ist der Film ein Meisterwerk. Ja, du liebst diesen Film. Es gibt diesen Streifen hier mittlerweile auch im Mediabook. Und da eben der Film wirklich von allen Seiten gelobt wurde, war meine Erwartungshaltung dementsprechend groß. Und ja, die konnte der Film leider nicht erfüllen. Ja. Warum? Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ich werde jetzt erstmal kurz die Story umreißen. Also es geht um einen Vietnam-Veteranen, gespielt von Tim Robbins. Und ja, er versucht eben dann zu Hause wieder zurechtzukommen mit seinem normalen Alltag. Aber ihn plagen halt Visionen
des Vietnamkriegs und diverse Erinnerungsfetzen kommen immer wieder hoch. Und er kann sich nicht so ganz einen Reim drauf machen, denn er meint, das Ganze gut verarbeitet zu haben. Und einige Freunde von ihm geht es nicht anders. Ja. Und er forscht dann da immer weiter nach, was da passiert sein könnte, was mit ihm los sein könnte. Und stoßt dann eben auf eine Verschwörung der Regierung. Ja, und mehr will ich jetzt gar nicht zur Story sagen. Das sei mal so das, was ich euch hier an die Hand geben will. Ja, mehr braucht man gar nicht wissen am Anfang. Lasst euch einfach auf den Film ein, schaut ihn euch einfach selber an. Vielleicht wirkt der Film eben auf euch auch ganz anders wie auf mich, denn ich bin nicht so ganz reingekommen, wie gesagt. Ja, also er hat wirklich sehr, sehr gute Elemente zu bieten. Ja, darauf komme ich jetzt zuerst zu sprechen. Er hat ein paar wirklich coole, verstörende Momente, die mich doch etwas gepackt haben, ja, und wo ich mir gedacht habe, what the fuck, ja. Also die waren wirklich schon sehr, sehr gut gemacht, so mit verzerrten Fratzen und so, mit diesen Visionen, die er halt ab und zu hat. Und man denkt sich die ganze Zeit, ist das jetzt real, was er sieht, oder bildet er sich es nur ein? Ja, das wird sehr geschickt kombiniert, das Ganze. Es wird immer sehr schön zwischen Traum und Realität hin und her gependelt. Das war schon sehr gut gemacht. Die schauspielerische Leistung fand ich auch ziemlich gut. Also allen voran eben Tim Robbins hier in der Hauptrolle macht seine Sache sehr, 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 sehr solide, muss ich sagen. Man merkt die Verzweiflung, die Angst in seinem Blick, ja. Und ich finde auch, dass der Film einen relativ coolen 90er-Vibe zu bieten hat. Ja, man kennt ja diese Filme Anfang der 90er, Ende der 80er. Die haben alle so einen gewissen Flow, ja. Das kann man gar nicht beschreiben. Vielleicht liegt es auch an der Bildqualität, die jetzt hier nicht sonderlich gut war. Aber ich denke, ihr wisst, in welche Richtung das Ganze so vom Inszenatorischen her gehen könnte, ne? Ja, allerdings muss ich dem Film ankreiden, dass er nicht wirklich spannend ist. Ja, also er baut zwar durch diese verstörenden Szenen, die ich angesprochen habe, hier und da Spannung auf und hat auch wirklich so creepy what the fuck Momente, wie gesagt, aber er versteht es eben nicht, diese Spannung zu halten. Ja, man sieht eben die meiste Laufzeit über eben Tim Robbins zu, wie er versucht herauszufinden, was hinter dem Ganzen steckt, und eben ein paar so Visionen und so, und das Ganze wurde eben nicht sehr mitreißend erzählt. Ja, also es werden immer mal wieder auf unnötige Nebenhandlungen, es wird immer mal wieder auf unnötige Nebenhandlungen eingegangen, die jetzt zum eigentlichen Film nicht wirklich was beizutragen haben. Dann finde ich eben, dass der Film auch zu lang ist mit seinen 115 Minuten, also da hätte man an der einen oder anderen Stelle ruhig etwas kürzen können, wie gesagt, ein bisschen was von diesen Nebenhandlungen wegschneiden, ja, dann wäre das Ganze vielleicht ein bisschen, ja, knackiger noch geworden. Ja, also das ist ein großer Punkt, ja, also ich hatte wirklich oftmals das Bedürfnis, so ein bisschen auf mein Handy zu schauen. Ich habe es nicht gemacht, ja, weil ich einen Film respektiere und ihn auch komplett anschauen will und ihn als Werk erfassen will. Aber ich hatte so ein bisschen das Bedürfnis, zum Handy zu greifen. Ja, ihr kennt das, ne? auch finde ich diese Kriegsthematik eben sehr störend. Also ich meine, das ist jetzt eine persönliche Sache von mir. Ich kann einfach allgemein mit Kriegsfilmen nichts anfangen. Und wenn ich schon so einen Dschungel sehe, wo die ganzen Soldaten rumlaufen, Hubschrauber rumfliegen und so, da bin ich irgendwie schon so aus dem Film raus, so ein bisschen. Ja, und da gab es eben immer mal wieder Rückblenden in diesem Vietnamkrieg, und das hat mich immer so ein bisschen aus dem Film rausgeworfen. Ja, also das ist aber jetzt, wie gesagt, nur eine persönliche Sache von mir. Also das kann auch sein, dass euch das nichts ausmacht. Man braucht einfach, um mit dem Ganzen hier klarzukommen. Ja, und ich finde auch, dass er keine besonders gruselige Stimmung verbreitet. Ja, also er hat zwar, wie gesagt, seine Momente, aber er konnte das eben nur stellenweise ein bisschen zum Ausdruck bringen. Ja, also da, wenn ich das jetzt mit einem David Lynch vergleiche, der Film wird ja oftmals mit der Regiearbeit von Lynch verglichen, da zieht dieser Film hier doch definitiv den Kürzeren. Ja, also Lynch versteht es eben, so eine beunruhigende Stimmung den ganzen Film über aufrecht zu erhalten und den Zuschauer wirklich für sich einzunehmen. Und hier wirkt das Ganze doch etwas distanziert. Ja, also
Auch die Story an sich fand ich jetzt okay, aber ich weiß nicht. Irgendwie, ja, es hat einfach nicht funktioniert. Ja, also, ich denke, ich habe klar gemacht ungefähr, warum ich eben mit dem Film nicht so ganz warm geworden bin. Also ich verstehe diese überbordenden Kritiken nicht. Also die sind ja wirklich voll des Lobs und wir haben es hier allenfalls mit einem soliden Thriller-Drama zu tun. Ja, mehr ist es jetzt in meinen Augen nicht. Ja, vom Drehbuch her hat man es nicht so richtig verstanden, ja, den Zuschauer eben für sich einzunehmen. Ja, also den Zuschauer bei der Stange zu halten, dass man interessiert ist, was passiert als nächstes und so weiter. Ja, also ich meine, die Auflösung an sich, die war ganz gut gemacht. Ja, das Ende war ganz cool. Ja, aber ich habe es auch irgendwo kommen sehen, ja. Also das konnte eigentlich fast nur auf das hinauslaufen. Und von dem her war er eben auch ein bisschen vorhersehbar, was ich ihm auch ankreiden muss. Aber wie gesagt, er hat seine Momente, er hat eine schöne Vermischung von Traum und Fiktion, einen interessanten 90er-Vibe, gute Schauspieler, ein paar verstörende Szenen und so. Von dem her kann man hier schon einen Blick riskieren. Aber er hat für meinen Geschmack einfach zu wenig von dem gebracht, was er ja vorgibt zu sein. Ja. Ich will damit, wie gesagt, nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist, aber meinen Geschmack hat er einfach nicht so ganz getroffen. Ja, Jacob's Ladder in der Gewalt des Jenseits. Es tut mir wirklich leid, hier nicht so ganz deiner Hoffnung zu entsprechen, Nico, ne? Aber es hat ja bei manchen Filmen von mir für dich auch schon nicht so funktioniert und ich sag halt immer ohne Blatt vor dem Mund meine wirkliche Meinung zu dem Film und deswegen muss ich hier wirklich passen an dieser Stelle. Also ich würde ihn mir jetzt nicht in die Sammlung holen, ja, also dafür bin ich einfach nicht Fan genug jetzt an dieser Stelle, ne? Ja, von der Punkteanzahl her, wie viel würde ich dem Film geben? Das ist natürlich relativ schwierig. Ich würde dem Film, ja, 6 von 10 Punkten geben. Ja, mehr ist nicht drin, da er eben leicht überdurchschnittlich ist, mal ein bisschen was inszenatorisch andersartiges versucht, es aber leider nicht schafft. Von dem her gehört dieser Mut auch irgendwo belohnt und ja, Jacob's Ladder in der Gewalt des Jenseits. Gut gemeinte 6 von 10 Punkten, wobei ich zwischen 5,5 und 6 Punkten schwanke. Ja. Ja, Nico, ich bin schon gespannt auf den nächsten Film, den du mir zusendest. Es sind immer interessante Beiträge, auch wenn es hier nicht hundertprozentig bei mir funktioniert hat. Und ich hoffe, euch hat diese kleine Kritik hier gefallen. Und ja. Ich grüße alle Maniacs, ich grüße meine Zuschauer. Bis zum nächsten Mal, euer Silentium 141. Macht es gut. Ciao.